Hallo und herzlich willkommen zurück zum Skispringen. Jetzt sind wir in Engelberg unterwegs, in der Stadt der Engel, quasi die letzte Hürde vor der Vierschanzentournee, beziehungsweise wer hier gut springt, ist meistens auch bei der Vierschanzentournee gut. Bin sehr gespannt, wie es jetzt läuft, allerdings gleich mal vorweg einfach schon mal als Entschuldigung, ich bin ziemlich müde, also ich bin ziemlich kaputt, habe ganz, ganz wenig nur geschlafen letzte Nacht und jetzt machen wir noch die Aufnahme für den Samstag fürs Skispringen und Noriaki Kasai. Nee, doch Noriaki Kasai im kotzgrünen Anzug, natürlich. Sieht er, so verwirrt bin ich schon. Echt etwas sehr kaputt vielleicht. Na, der Sprung war aber gut, generell gute Verhältnisse. Das ist auf jeden Fall die Qualifikation. Erstmal so ein bisschen zum Warmspringen. Das Ganze hier 99,5 Meter ist natürlich jetzt nichts, bevor man seinen Enkeln noch erzählt. Aber Noriaki Kasai hat wahrscheinlich schon Enkel, der kann, die gucken wahrscheinlich schon zu. Von daher ist das sogar relativ einfach. Kasai kann davon seinen Enkeln jetzt schon erzählen. So, Peter Preutz, 69,8 Wachseinstellung. Alles so gelassen wie gehabt. Zur Vierschanzentournee rüsten wir dann auf und schauen, wie weit es geht. Je nachdem, wie ich mich jetzt auch fühle, gerade so in der Aufnahme und wie es auch läuft, machen wir vielleicht das erste Springen der Vierschanzentournee noch mit rein. Oh, naja, aber es ist nur Quali. Der war trotzdem ziemlich gut. Also im Flug war der extrem gut. 101 Meter, sogar weiter als Kasai eben. 81,3 Punkte. Die Haltungsnoten hätte ich persönlich besser gegeben. Da gab es eigentlich kaum was. Machen eine sehr seriöse Folge, außer mir fällt irgendwas Blödes ein. So, Peter Preutz auf Platz 4. Stefan Kraft ist ja schon vorqualifiziert. Adam Malisch auf Platz 1 momentan. Spielt aber nicht so die ganz große Rolle hier in dieser Saison bislang. So, ab geht die Post, Stefan. Der Einzige, der vorqualifiziert ist. Jo, der war eigentlich ziemlich gut. Auch wenn die Landung ein bisschen sehr spät war. Und ich weiß nicht, ob die Maus da richtig reagiert hat. Aber er ist gelandet. 86,9 Punkte. Damit müsste er jetzt zwischenzeitlich mal auf Platz 2 springen. 103 Meter ist, glaube ich, aus Luke 2 auch relativ in Ordnung. Damit haben wir alle drei Jungs auf jeden Fall schon mal ins Springen gebracht. Stefan Kraft wäre sogar auf Platz 10, Peter Preutz auf 16, Kasai auf 18. So, 88,1. Das ist doch eigentlich mit Noriaki Kasai drin, vor allem mit einer Luke mehr. Da hatten wir eben eine ähnliche Hürde mit ein bisschen weniger Anlauf. So, Luke 3, auf geht's, Noriaki. Wie gesagt, wir machen das konzentriert und nicht lustig, vor allem. Jawohl, der war doch super. Das müssten doch über 90 Punkte sein. Das waren 106,5 Meter. Ah, die Haltungsnoten. Aber 91,7. Also, die Führung für Noriaki Kasai. Engelberg, gute Verhältnisse. Relativ einfach zu springen, aber das ist für die Konkurrenz natürlich dann auch meistens so. 91,7, Martin Schmidt schafft das auch nicht vorbei. Jetzt kommt Peter Preutz, mal schauen. Mit ein bisschen besseren Haltungsnoten kann man vielleicht sogar noch an Noriaki Kasai vorbeiziehen. So, ab geht die Post. Das habe ich gleich mal vor lauter Euphorie schon mal gedrückt. Ach Mist, verdammter. Das haben wir im Flug noch gerettet. Das sind so 105 Meter circa, oder? Ah! Aber nur 87 Punkte. Da haben wir leider einen Absprung vermasselt. Aber ich sollte vielleicht einfach mal umschulen. Als Messanlage. So, früher wurde ja noch von Hand gemessen quasi. Da standen ja immer Leute, die dann gesagt haben, jawohl, hier ist er gelandet. Da haben wahrscheinlich immer 4, 5 Leute die Hand gehoben. Da wurde auch noch viel geschummelt. So, jetzt nicht im Schwarz-Weiß-Fernsehen hängen bleiben. Hideo Miyagi geht da in Führung. Knapp hinter Kasai. Ralf Schwarzwald ebenfalls, aber jetzt wird es dann doch langsam eng. Aber Noriaki Kasai, das war ein guter Sprung, die 91,7. Kann man gut drauf aufbauen. Jawohl, Stefan Kraft, wir wissen, wen er grüßt. Und jetzt High Concentration.
Jawohl. Aber gut. Das sollte nochmal mehr sein als Kasai. So 95 Punkte. 107,5 Meter. Gute Haltungsnoten. 94 Punkte. Sehr gut. Bin ich zufrieden mit. Bin die letzte Folge ja doch eher ein wenig, meinerseits, ein wenig aggressiv beendet wurde. Aber der Sprung war wirklich gut. Start des Landemanövers ist ja immer ein bisschen schwächer, aber man kann, wie gesagt, da auf 100%, dann muss man im allerletzten Moment die Skier zusammen machen. Und das war, finde ich, schon sehr knapp hier. Aber das war ein guter Sprung, da muss die Konkurrenz erstmal vorbeiziehen. Janne Ahon macht das natürlich und Anton Kaufmann, wer das auch immer ist, und Michael Uhrmann auch und alle. Um es kurz zu machen, alle ziehen nochmal vorbei. Stefan Kraft, aber wir sind innerhalb von 10 Punkten. Gar nicht mal so schlecht. Noriaki Kasai auf die 12. Peter Preo zum zweiten Durchgang, ist noch Luft nach oben. Und die Luft nach oben werden wir jetzt auch hoffentlich nutzen. Die Thermik im Hang nutzen wir, um Peter Preo vielleicht noch in die Top 15 zu bekommen. Ein paar Weltcup-Punkte gut machen. Auf Platz 18 ist er natürlich da, wo er auch im Weltcup ungefähr ist. Deswegen jetzt mal den Absprung treffen wäre schön. Ja, das Landemanöver zu früh. Ansonsten war der gut. Da gab es eigentlich keine Korrekturen. 111,5, gute Haltungsnoten, 102,2 Punkte. Das war ein richtig guter Sprung. Wie gesagt, bis auf das Landemanöver. Da haben wir noch, ich würde sagen, einen Meter verschenkt, aber lieber sicher gelandet. Kann ich das mal zeigen? Da sehen wir es, 88,6. Man fühlt das ja dann auch inzwischen schon, wenn man 1000 Milliarden Sprünge gemacht hat. Wo man da ungefähr, da sieht man jetzt wahrscheinlich... Da, ne? Ich glaube, die Animation ist auch nicht immer so identisch mit dem Sprung, den man gemacht hat. Aber wir gehen deutlich in Führung und verbessern uns auch ein kleines bisschen. Da ist jetzt allerdings Primož Peterka vorbeigezogen. Aber doch, das war schon ein guter Sprung. Da haben wir unser Ziel, Top 15, auf jeden Fall erreicht. Mit Kasai würde ich jetzt sagen, wir versuchen einfach mal unsere Platzierung aus dem ersten Durchgang zu halten. Mehr ist da, glaube ich, Richtung Top 10 wird es ganz schwierig. Oder vielleicht doch nicht. Also sehr gute Sprünge, aber wie gesagt, lässt sich natürlich auch bei den Bedingungen sehr gut springen. 110 Meter, ein bisschen kürzer, aber 99,5 Punkte. Auch ein ordentlicher Sprung. Müsste man oben nach dem Absprung leicht korrigieren, dann war er aber relativ schnell in der guten Flugphase. Guckt etwas irritiert. Ja, der war auch sehr, sehr gut. Start des Landemanövers etwas besser als eben, aber ich bin momentan bei den Landungen ein bisschen eher auf Sicherheit aus und 0,1 Punkt. Sehr schön. Also auch das haben wir erreicht. Brioz haben wir auf jeden Fall auf 15. Noriaki Kasai wird jetzt allerdings von Benjamin Lager überholt, aber den 12. Platz aus dem ersten Durchgang hält er auf jeden Fall. Stefan Kraft, Top 10 ist natürlich jetzt das Ziel. Wir müssen ca. 100 Punkte holen. Um in Führung zu gehen, das sollte eigentlich drin sein. Wir haben eben jeweils fast 100 Punkte geholt. Mit Kasai sogar ein bisschen mehr. Ja doch, der war ordentlich. Ein bisschen korrigiert im Flug. 111,5, gute Haltungsnoten, 102,2. Jawohl, Top 10 für Stefan Kraft. Sehr schön. So kann die Aufnahme doch starten. Dann nehme ich auch mal ein bisschen Selbstvertrauen mit ins nächste Springen. Nochmal die Analyse anschauen. Jawohl, der war richtig gut. Kann ich mit leben. 196,2. Anton Kaufmann zieht nicht vorbei. Sven Hannawald nur ganz knapp. Und jetzt kommen natürlich alle hier vorbei. Schauen mal Anton Wildbach. Aber gut, wollen wir uns den noch mal, schauen wir uns da mal an, den Anton Wildbach. Der ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, war Markus Holzer oder ist Anton Wildbach ist wahrscheinlich Andi Witthölzel, oder? Wahrscheinlich. Markus Holzer, wer könnte das sein? Weiß ich jetzt gar nicht. Nur, wo ist er? Ja, liegt gut in der Luft, kaum Korrekturen. Ja, wird aber nochmal ein enges Höschen. Ich glaube, er gewinnt es knapp. Aber, na, schauen wir mal die Weite an. 115 Meter, da waren wir dicht dran diesmal sogar. 108,5 Punkte. Bedeutet, er gewinnt aber nur mit 0,9 Punkten und wir sind gar nicht mal so weit weg. Also das sind 16 Punkte auf den Sieger, da waren wir schon deutlich weiter. Stefan Kraft auf 9, Noriaki Kasai auf 12, Peter Priots auf 15, damit kann ich sehr gut leben.
Mal schauen, ob das auch ein bisschen Auswirkungen hat. Stefan Kraft auf 14 vorgerückt. Peter Priots, Kasai haben sich nicht wirklich verbessert. Aber immerhin, das war ein sehr, sehr gutes Springen in Engelberg. Und zur Überraschung und weil es gerade so gut lief, gehen wir doch einfach mal nach Engelberg. 15. Platz, dafür gibt es auch ein bisschen was. Für 10 Gastvorträge auch. So, machen wir mal weiter. Ted Danson trainiert uns ja, der Mann mit der hohen Stirn. Stefan Kraft und eine neue Powerstufe, auch sehr schön. Nehmen wir doch gerne mal mit. Ich mache mal wieder ein bisschen mehr für die Landetechnik, weil ich da ja ein wenig Nachholbedarf habe irgendwie. Achso, können wir ja so machen. So, Stefan Kraft ist hier wohl der Erste, der diese Stufe erreicht. Machen das nochmal automatisch. Gute Jos Verstappen. Nuriaki, nee, der erreicht die Stufe noch nicht. Wir wetten nochmal mit Igor Ignatiev. Den hatten wir ja eigentlich auch schon mal als guten Gegner in einer Saison mit unseren drei deutschen Springern. So, und jetzt geht's nach Engelberg. Eine völlig andere Schanze als eben. Nein, Quatsch, natürlich genau dieselbe Schanze. Weltcup springen 8 von 27. Wir können also den Gesamtweltcup noch holen, was aber nie passieren wird. Wie gesagt, nur zur Vierschanzentournee und vielleicht zu anderen Höhepunkten. Skisprung-WM, Skifliegen würde ich vor allem ganz gerne die Wachsmischung dann etwas höher machen. Aber jetzt haben wir halt nur 42,7. Das ist nochmal deutlich schlechter als eben. Da waren es 64%. So, Qualifikation. Viel Rückenwind. Aber konstant von hinten. Muss man wahrscheinlich auch nicht so viel korrigieren mit Kasai. Ja, einfach mal Sicherheitslandung. Platzierung ist jetzt ja nicht so wichtig für die Top 50. Reicht das? Da habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen Seitenlage bekomme. Dann landen wir lieber, bevor wir da die letzten Zentimeter noch rausholen. 68,4 ist nicht der Rede wert. Verwerfen wir aber einfach mal. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Die Fans sind trotzdem out of the building. Da sehen wir 86,2 ist auch schwach. Sollte aber hoffentlich auch reichen für die Top 50. Peter Breutz, aber mit 42% ist natürlich auch übel. Also sind wir immer so ein bisschen in der Hand des Nichtwachsers. Aber mal schauen, wie viel wir dann bei der Vierschanzentournee schaffen. Der war schon deutlich besser. Oh, da war die Landung aber im letzten Moment. Das sollte ich einfach mal lassen. Das konnte ich mir bei Severin Freund und unseren Top 3 deutschen Springern leisten. Das ist natürlich super Haltungsnoten jetzt. 79 Punkte, das war auch das Maximum, was rauszuholen ist. Und wir liegen trotzdem nicht in Führung. Aber er springt dort vorne mit rein auf Platz 5. Toni Ingols, aha. Adam Morlisch springt jetzt in Führung. Martin Schmidt, der nur 15. im Weltcup ist. Ja, wir nehmen teil. Brauchen ja so viele Sprünge wie möglich. Und vor allem wollen wir die Jungs ungefähr dort platziert haben, nach der Qualifikation, wo sie auch hingehören. Finde ich auch interessanter zum Zuschauen. Jetzt hat es gerade geruckelt. Oh, ja, ein bisschen Seitenlage. Ja, das mit der Landung könnte ein Problem werden, weil der Hang hier sehr, sehr schnell auf einmal entgegenkommt. Mit dem eben hatte man Aufwindbedingungen. Oder zumindest, nicht Aufwind, aber zumindest war es windstill. Und jetzt hat man Rückenwind, da wird man auch deutlich schneller in den Hang reingedrückt. Da muss man sich jetzt ein bisschen umgewöhnen. Skispringen Fanclub Engelberg. So, da schauen wir mal, das war klar. Preotz auf 15, Kraft auf 21. Ach du Scheiße, Kasai 68,4 ist raus. Ha! So viel zum Thema Sicherheitslandung. Da haben wir zwar einige hinter uns gelassen, die waren aber direkt qualifiziert. Ach herrje, 69 Punkte hätten es sein müssen. Ja, da war der Sprung von Kasai doch deutlich zu schlecht. Okay, so viel zum Thema Sicherheitssprung. Also, das war nix. Also, der Sprung vom Kasai war einfach auch schwach. Gut, dann so akzeptiere ich das. Da war jetzt einfach nicht mehr drin und mit unseren paar 40% Wachsmischung kannst du dir halt keinen schlechten Sprung erlauben. Da ist man dann halt schon mal raus. Immerhin war es kein Sturz. Okay, der war super. Da gab es kaum Korrekturen. Landemanöver war in Ordnung. Sind wir Richtung blaue Linie gesprungen. 101,5 Meter. Was? Haltungsnoten hätte ich jetzt persönlich besser gegeben wieder. 83,7. Das war ein richtig guter Sprung.
21. waren wir und gehen. Ach herrje, also bei den Rückenbedingungen, das liegt uns gar nicht. Aber wie gesagt, auch die Wachseinstellung liegt uns natürlich gar nicht. Peter Priot zwar 15., aber der Sprung eben war eigentlich richtig gut. Hat sich gut angefühlt. Ich glaube, mehr ist einfach auch nicht drin. Schauen wir mal, was Peter Priot jetzt macht. Kasai holt ja keine Weltcup-Punkte heute leider. Ja, der war noch mal etwas besser. Das sind auch 101,5, 84,7. Also ich habe da jetzt eigentlich nichts zu bemäkeln an den Sprüngen. Die fühlen sich gut an. Oder Peter, was sagst du? Er sagt nichts. Er will einfach noch mal wiederholen. Also der Sprung sieht auch gut aus von den Werten. V-Stellung im Flug nicht perfekt. 93,2. Okay, vielleicht etwas spät geöffnet. Aber, Konkurrenz holt hier 109 Punkte. Naja, gut, Peter Priots auf 13, Kraft auf 16. Wie gesagt, Kasai leider schon raus. Das ist okay. Also nicht, dass Kasai raus ist, aber die Ergebnisse sind okay. Da sind wir in Reichweite der Top 10. Aber dann machen wir doch das erste. Also jetzt bringen wir erstmal die zwei Sprünge noch gut runter, bevor ich wieder einen Ausraster dann wahrscheinlich bekomme, wenn ich jetzt stürze. Ansonsten nehmen wir nämlich das erste Springen der Vierschanzenturnier noch mit rein und nehmen unseren 100% Wachser. Dann schauen wir mal, was in Oberstdorf drin ist. Also wie gesagt, der Sprung war top. Da kann man eigentlich nichts dran meckern. Gibt auch gute Haltungsnoten, 95,9 Punkte. Wenn wir mal die Prozentwerte anschauen, weil, wie gesagt, wenn man so viele Sprünge auch gemacht hat, dann fühlt man irgendwie auch in der Luft, wenn man da schwebt, schon, ob der Sprung gut war. Gut, Start des Landemanövers war nicht gut. Ansonsten war alles hoch in den 90ern. 90er generell, beste Jahrzehnt. Nochmal so nebenbei erwähnt. Und wir gehen sogar in Führung. Halt, ui, wir haben die Führung sogar gehalten. Also Stefan Kraft auf jeden Fall schon mal 14. Jetzt Peter Breutz, jawohl. Macht nochmal den Rafael Nadal. Hat sich aber nicht ins Gesicht gefasst. Geht auch schwer mit der Brille. So, komm. Vielleicht geht ja noch was Richtung Top 10, wenn wir da einen richtig guten Sprung raushauen. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee, der war vermasselt. Aber da sieht man mal, wenn wir mit unseren schlechten Springern jetzt auch so verdreht mal vom Schanzentisch wegkommen und dann noch schlechte Haltungsnoten, 71,4 Punkte ist natürlich, jetzt fällt er weit zurück im zweiten Durchgang. Aber da sieht man mal, was das ausmacht. Finde ich eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt auch mal gesehen haben, vor allem ohne Sturz. Einfach mal einen schlechten Sprung gemacht. Das war von den Werten. Balance im Flug, der hat direkt zur Seite weggerissen. Ansonsten war eigentlich alles okay. Aber hat man direkt so viel an Höhe verloren. Na, 10. Stefan Kraft wird auf jeden Fall 10. wieder. Wieder Top 10. Allerdings Preutz fällt auf Platz 30 zurück. Alter Schwede. Das ist natürlich übel. Nur ein Weltcup-Punkt. Aber Stefan Kraft verbessert sich auf Platz 13. Kasai ist 19. im Gesamtweltcup. Peter Priots auf 18. Und dann holen wir uns jetzt mal einen neuen Wachser. Jetzt haben wir ja auch ein paar weniger Sprünge drin gehabt, weil Kasai direkt raus war. So, oh, neue Powerstufe kriegen wir auch noch. Sehr schön. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und dann, wie gesagt, holen wir uns jetzt einen Wachser. 2000 Euro, weil wir bei GZSZ mitgespielt haben. Ach, und die Quizshow jetzt natürlich noch. Immer wenn ich komplett müde bin. Welches der folgenden Kriterien spielt bei der Bewertung eines Skisprungs keine Rolle? Gesichtsausdruck beim Anfahren. Verhalten beim Ausfahren, Skiführung und Flug, Bewegungsinteresse. Das andere muss man eigentlich auch direkt gar nicht mehr lesen. Wie heißt die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen? Düsseldorf. Was muss die Jury tun, wenn während eines Skisprings sehr starker Wind aufkommt? Windjacken, den Anlauf verkürzen, alle Stürze als gestanden. Ja, wenn sehr starker Wind aufkommt, dann muss das Springen abgebrochen werden. Aber es ist ein bisschen blöd mit den Anlauf verkürzen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber nicht bei sehr starkem Wind. Wie lautet das chemische Kürzel für Wasserstoff? Ja, super. Wie lang ist eine Eisschnelllaufbahn? 400 Meter sind es, wie bei der Leichtathletik.
Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Skifliegen zählt nicht für den Weltcup, ist keine offizielle Sportart, bringt es eigentlich nicht wirklich, ist keine olympische Disziplin. Wie heißt der US-Autor, der mit Krimis wie Sakrileg, Dan Brown? Welcher deutsche Skispringer trug den Kosenamen der Flo? Boah, ist eine gute Frage. Ich würde auf Jochen Danneberg setzen. Ach, Jens Weißflog war der Flo. Das wusste ich nicht. Also, das wusste ich nicht. Ist auch ein bisschen vor meiner Zeit. Das ist dann 90, also Ende 80er, Anfang 90er. Hätte natürlich noch einen Job, aber den hatte ich jetzt eigentlich ein bisschen ausgeschlossen. Gut. Wieder was gelernt, ist auch gar nicht so schlimm. Geld spielt ja eh keine Rolle, ob wir da weiterkommen, aber naja. Hätte auch eine neue Frage nehmen können. So, wir nehmen mal den Zitzewitz, nehmen wir nicht. Der war ja vor The Poppes. Den guten Herrn Oblomov und hauen uns tatsächlich mal die 100%ige Wachsmischung rein. Trainiert wird weiterhin mit Ted Danson. Dass der auch noch Klatzauer heißt, ist natürlich eigentlich der arme Kerl, der da das Foto gespendet hat. Wahrscheinlich der Entwickler. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Wie gesagt, Vier-Schanzentournee, den Auftrag, den nehmen wir jetzt noch mit in Oberstdorf. Jawohl, sie leben jetzt nur noch für den Sport, also verkaufen sie ihre High-End-Stereoanlage für 6.000 Euro, um das Geld in ihre Ausrüstung zu stecken. Nee, machen wir nicht. Wir stecken das in den Wachser rein. Aber der guckt so. Also, ich glaube, der Zitzewitz steckt sich das Zeug, die 50 Euro, die er bekommen hat von uns, steckt er sich wirklich in Poppes. So, wir stecken jetzt nicht nur Sachen in Männer rein, sondern wir gehen zur Vier-Schanzentournee. Yeah, vollkommen euphorisch und überhaupt nicht übermüdet. Das zählt natürlich auch zum Weltcup. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Wind ist okay. Qualifikationes müssen wir natürlich machen. Noriaki Kasai, 81 Punkte. Mal schauen. Diesmal keine Sicherheitslandung. Das ist echt klorreich, wie ich da die Sicherheitslandung gemacht habe. Da sieht man gleich mal, was die Wachsmischung so ausmacht. 99 Meter. 88,2 Punkte. Locker qualifiziert Noriaki Kasai. Der Sprung war ordentlich. Würde man sagen, Schulnote 3. Es blendet ein bisschen im Hang, hatte ich das Gefühl gerade. Und da sind wir relativ deutlich in Führung. So, Peter Prefsch. Der Mann, der immer Spider-Man fotografiert. Die slowenische Version davon. Ja, Landemanöver ein bisschen früh, muss mich erst an den Hang gewöhnen. Wie gesagt, das sieht ein bisschen komisch aus. Sehr gute Haltungsnoten. 92,5 Punkte, nochmal ein bisschen besser als Noriaki. Aber der hat auch seine Stereoanlage verkauft, der Yeti. Da hat er es wahrscheinlich todtraurig. Ja, da sieht man, also wenn wir mit 100% springen würden, hätten wir wahrscheinlich Chancen, vorne mitzuspringen. Ja, es gibt ja direkte Duelle und wir wollen natürlich nicht gegen die Besten antreten. Gibt ja K.O.-Duelle, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Hoppala. Da bin ich wieder am Tisch hängen geblieben. Das war gerade ein Doppelklick zur Landung. 94,3, nochmal etwas besser. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Topsprünge schon in der Quali rausgehauen und werden jetzt alle drei im ersten Durchgang verlieren. Nee, Windbedingungen sind gut. Mit 100% Wachsmischung, das könnte gut werden. Ja, Platz 2, 3 und 4. Also wann haben wir das schon mal gesehen? Bislang noch gar nicht. Bedeutet, wir kriegen schwache Gegner. Justus Hockinen. Momentan viert Adam Morlisch mit 105,5 Punkten vor Björn Einero Möhren und Markus Holzer. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer es sein soll. Wie heißt der? Ach, der jetzt auch Trainer ist. War der nicht auch mal Trainer bei den Deutschen? Der könnte es sein. Müsste den Namen nochmal googeln. So, ist aber wurscht. Noriaki Kasai als Siebtletzter startet in die Vier-Schanzentournee. Wir sind mit 100% Wachsmischung dabei und vielleicht können wir sogar ums Podium springen. Naja, nicht mit dem Absprung.
105,5, gute Haltungsnoten, 101,4. Wir springen zumindest mal vorne rein, aber da geht mehr. Da geht deutlich mehr. Da war auch ein bisschen verdreht. Die blaue Linie hat mich im ersten Moment irritiert, aber die war natürlich vor unseren direkten Konkurrenten. So, damit Platz 4 für Noriaki Kasai. Aber wie gesagt, da geht mehr. Jiro Abe kommt mit 67,6. Können wir den ignorieren? So, jetzt haben wir noch zwei Versuche, um diese 105 Punkte zu schlagen. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Das ist absolut machbar. Der Wind dreht auch gerade zu uns hin. Reicht, glaube ich, knapp nicht. 107,5 Meter, gute Haltungsnoten. 105,5, sauber. Damit springen wir sogar Richtung Führungsweite. Sehr gut. Und es kommen ja nicht mehr viele. Jetzt kommt noch Stefan Kraft als drittletztes. Und das ist die Führung. Also punktgleich mit Adam Marlisch. Christian Trimmel spielt keine Rolle. Stefan Kraft kommt noch. Und dann kommt eigentlich nur noch der Sieger der Qualifikation. Also sind wir auf jeden Fall mit Peter Preutz schon mal im, ja, Minimum mit einem unserer Springer auf Platz 2. Und unser bester Mann kommt ja jetzt quasi erst. Na, 106 Meter nur. 101,3 Punkte. Na, Mist. Es waren alles gute Sprünge, aber kein. Also, der eben war ziemlich gut von Peter Breotz, aber war alles. Ach, nicht perfekt. Das mache ich schon wie Oliver Kahn immer. Ein Oliver Kahn. So, Peter Petersen kommt noch. Andreas Kühler. Und den schauen wir uns jetzt an. Ansonsten liegen wir nämlich gleich auf mit Adam Morlisch, wenn der jetzt nicht weiterspringt. Der Primož Peterka. Dann legen wir nämlich gleich auf. In Führung nach dem ersten Durchgang. Das wäre ja sensationell. Der Absprung war nicht perfekt. Blaue Linie ist ziemlich wurscht. Ah, ja. Aber das war schon ein verdammt weiter Sprung. 112,5 Meter. Ja. 113 Punkte, um Gottes Willen. Da kommen wir natürlich nicht hin. Aber wir liegen auf Platz 2, 6 und 7. Das ist doch ein richtig gutes Ergebnis. Wie ich finde, 187, 200 Punkte, 218. Da müssen wir jetzt schon relativ stark sein. 105 war das Maximum, was wir geholt haben. Ich glaube, 101, da müssen wir jetzt 117 Punkte holen mit Stefan Kraft, um in Führung zu gehen. Das ist schon fast utopisch. So, wir warten gerade nochmal ganz kurz, bis das Windfähnchen sich wieder zu uns neigt. So, jetzt müsste eigentlich ein guter Moment sein. Uffs, alter Schwede, aber später landen ging echt nicht mehr. 114,5, 117,1. Oh, das ist knapp. Das ist knapp. Aber das war ein richtig guter Satz. Boah, das habe ich mir gerade gegen das Kinn geboxt vor lauter Nervosität. So, wir schauen uns ganz kurz mal die Werte an. Also richtig guter Sprung und es reicht. Ah, 0,5 Punkte, du blöder Sack Miyagi. Jawohl, Noriaki, wieder vollkommen überheblich. So, mal schauen. Schaffen wir es an Miyagi vorbei? Kasai war eigentlich quasi punktgleich mit Stefan Kraft. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt weiterspringen. Ja, war eine ähnliche Weite. 114 Meter, gute Haltungsnoten, 116,7. Ach, das wird wieder ein Bruchteil. Bruchteilentscheidung, aber ich glaube, es reicht nur zu Platz 2. Ich glaube, er springt genau zwischen rein. Oder? Nee, sogar 0,3 Punkte hinter Stefan Kraft. Aber 0,8 Punkte hinter Miyagi. Mal schauen, was Markus Holzer macht. 219,2. Okay, aber die Punkte werden mitgenommen. Das ist ja wichtig. Die Abstände sind gering. Ach, guck doch mal. 1,1 Punkte, das darf doch nicht wahr sein. So, Andrej Malkovich, also Adam Malisch, punktgleich nach dem ersten Durchgang. Mit Peter Breo 224,8.
Wir hatten 105 Punkte, 105,5, also müssen wir 119,3. Das ist das, was wir holen müssen. Peter Priots schaut gerade ein bisschen. Naja. Er ist ein spezieller Junge. So, auf geht's, komm schon. Das könnte sogar reichen. Das könnte sogar reichen. Yes! Yes, Mann! 120,4 Punkte. Das sind 125,9 und das reicht. Das reicht für die Führung. Das war ein richtig guter Sprung. Nur das Start- des Landemanövers nicht, aber egal. Das reicht für die Führung. Wir schauen uns Primož Peterka an, was der Mann jetzt noch raushaut. Also unser erstes Podium im Weltcup. Und wenn Primož Peterka jetzt vom Hubschrauber getroffen wird, dann haben wir echt Chancen, vielleicht den Sieg zu holen. Die Spannung steigt. Absprung gut getroffen, V etwas spät geöffnet. Die blaue Linie. Ja, er springt in die Richtung, oder? 116 Meter, ja. 119,3. Wir waren besser im zweiten Durchgang. Aber der Abstand war natürlich, glaube ich, 8 Punkte Vorsprung. Von daher gewinnt Primož Peterka den Auftakt in Oberstdorf. Peter Preholz auf Platz 2, also slowenischer Doppelsieg. Stefan Kraft auf 7, Noriaki Kasai auf 8. Das ist doch ein richtig gutes Ergebnis hier zum Auftakt der Vierschanzen. Und dann sehen wir mal, was die Wachsmischung auch so ausmacht. Da wird die Stimme auch gleich viel kräftiger bei mir und ich werde wach, wenn man endlich mal wieder etwas weiter vorne ist. Jo, damit kann ich sehr gut leben. Wir kommen damit zumindest mit Peter Preutz wieder in die gefestigten Regionen. Und bei der Vierschanzentournee liegen wir natürlich auch richtig gut. Dann würde ich nämlich sagen, mache ich hier ein kleines Folgenpäuschen. Und, achso, ich habe gerade 120.000 gelesen. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch ein bisschen viel gewesen. Aber dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich mache die Vierschanzentournee jetzt vielleicht noch komplett hinten dran. Läuft ja eigentlich auch ganz gut. Freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Dann geht's zum Neujahrsspringen in Garmisch wieder mit perfekter Wachseinstellung. Und wir springen. Ich würde sagen, wir springen tatsächlich, je nachdem, wie der Wind jetzt auch wird. Will der jetzt nicht zu viele Erwartungen schüren, aber wir springen ums Podium. Also, bis zur nächsten Folge kann man sich drauf freuen. Drei Springen, Vierschanzentournee und Preutz kratzt sich am Arsch. Bis dann.